Hallo liebe Paare, willkommen zurück. Wir sind bei den Details erläutert und heute bei der Frage, wie passt Tuchfühlung und gestreckter Fuß zusammen? Gehe ich gerne drauf ein. Also ich habe euch erklärt, dass wenn ihr auf Tuchfühlung geht, ne, dass ihr locker ins Knie geht, zum Partner steht und dadurch vom Knie aufwärts hier bis zum Brustbereich auf Tuchfühlung steht. So fein, so gut. Aber häufig ist es halt auch so, dass ihr seht, dass da ein gestreckter Fuß eingesetzt wird. Ne? Wo ihr dann sagt, ja, aber dann ist doch ne, der Fuß gar nicht mehr locker, sondern durchgestreckt. Wie passt denn das zusammen, Angelika? So, Nummer eins ist, wenn ihr miteinander tanzt, ja, dann hängt die Menge des lockeren Knies ja, davon ab, wie euer Größenverhältnis im Paar ist. Davon ist abhängig, wie viel wer im Knie steht. Das ist Nummer eins. Ja? Das ist nicht bei jedem gleich. Nummer zwei, kommt es darauf an, wie ihr euch miteinander bewegt. Ja? Und ihr bleibt ja nicht stehen. Ihr tanzt ja nicht, ihr stellt euch ja nicht locker rein in Tuchfühlung und dann tanzt ihr in der Größe. Ja? Keiner von euch würde so tanzen, das würde wahrscheinlich auch sehr komisch aussehen, wenn ihr so tanzen und stehen würdet. Das Ziel vom Tanzen ist ja, dass wir uns bewegen, dass wir also weiterkommen. Das bedeutet, dass wir eine Bewegung austanzen. Und das bedeutet auch, dass wir über die Bewegung, ich zeige es mal in die Richtung, dass wir über die Bewegung, ne, wenn wir einen Schritt tanzen, wir haben uns hier locker aufgestellt, ich stehe locker im Knie, über dem Fuß zum Partner und wenn ich jetzt gehe, klar kann es sein, dass ich hier meinen Fuß strecke auf die Ferse raufgehe. Hier seht ihr, wie er langsam wieder reingeht. Ich bin wieder ein bisschen locker im Knie, weitergehe und mich vielleicht weiter bewege und dann wieder den Fuß strecke. Das heißt, ob euer Fuß gestreckt ist oder nicht, kommt auch immer auf den Moment im Schritt und in der Bewegung an, wo man drauf schaut. Ja? Diese Tuchfühlung ist meistens am Anfang und am Ende wichtig. Das heißt, wenn ihr beginnt, in die Figur reinzugehen, solltet ihr schön locker am Knie sein und Tuchfühlung haben. Und wenn ihr ankommt, solltet ihr über das Senken wieder runtergehen und auf Tuchfühlung gehen. Das ist Anfang- und Endposition. Die gestreckten Varianten passieren meistens ab dem Start und vor dem Ende in der Mitte. Das heißt, es ist kein Widerspruch, sondern es ist etwas, was sich abwechselnd, je nach Figur, in einer Figur auch öfters miteinander. Das heißt, da müsst ihr, ne, das widerspricht sich nicht, das sind einfach unterschiedliche Bewegungsarten, ja, die ihr da tanzt. Und ihr werdet merken, je besser ihr als Paar zusammenwachst und je schöner ihr euch bewegt, desto eingespielter seid ihr auch miteinander, weil ihr seid ja nicht nur alleine, ihr müsst diese Bewegung ja auch immer mit eurem Partner zusammen. Und das hinzukriegen, das ist schon echt tricky, da braucht man ein gutes Gefühl zueinander. Daher würde ich sagen, baut das Ganze in Übungsleveln auf. Level 1 ist, dass ihr am Anfang wirklich darauf achtet, locker zu stehen, habt ihr eine gute Tuchfühlung. Das nächste Level ist, wenn ihr eine Figur getanzt habt, ja, seid ihr wieder gerade rausgekommen und steht nicht auf Tuchfühlung oder seid ihr beim Partner angekommen. Zweiter Level. Und der dritte Level ist, dass ihr mal darauf achtet, dass wenn ihr miteinander tanzt, habe ich da ne, aus einer tiefen Bewegung, zum Beispiel einen gestreckten Fuß, gehe ich irgendwo rein, ja, oder habe ich eine Position darüber, wo dann einfach eine Streckung da ist. Das ist der nächste Schritt. Das Wichtigste ist erstmal, dass ihr gut miteinander steht, dass ihr schön euch miteinander bewegen könnt. Alles andere kommt mit der Größe der Bewegung und auch mit dem, ne, wie ihr zusammenwachst als Paar von ganz allein. Wenn ihr miteinander tanzt, dann ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, ja, dass ihr unterschiedliche Bewegungsebenen habt. Bewegungsebene Nummer 1, also Level, ja, ist, ihr habt euren Fußbereich, ihr habt einen Kniebereich, Hüfte, Brust, Schulter, Kopf. Das sind ganz unterschiedliche Bereiche und Ebenen, die ihr auch ganz unterschiedlich voneinander benutzen könnt. Das heißt, wenn ihr etwas in dem einen Teil macht, heißt es noch lange nicht, dass es mit dem anderen zusammenhängen muss. Es kann, aber es muss nicht. Das ist auch wichtig, wenn ihr über ne, lockeres Knie, gestreckter Fuß nachdenkt. Der nächste wichtige Punkt ist, ihr habt zwei Füße und Beine, erstaunlicherweise. Die meisten von uns zumindest. Und das bedeutet, wenn ich in dem einen zum Beispiel locker im Knie bin, kann es sein, dass ich bei dem anderen, ja,
einen gestreckten Fuß habe, damit auch, ne, wenn ich in dem Fall jetzt so stehe, auch ein gestrecktes Knie, oder wenn ich nach vorne gehe, vielleicht noch nicht ganz, gehe aber in die Streckung rein oder nach hinten, ja, um das Ganze zu halten. Ja? Das heißt, ihr habt auch Unterschiede in einem derselben, zu einem demselben Zeitpunkt im linken oder im rechten Bein. Und dadurch widerspricht sich Tuffühlung locker ins Knie und gestrecktes Bein nicht, weil das gestreckte Bein häufig auf dem Schreitbein passiert innerhalb der Bewegung und das andere auf dem Standbein, das Bein, von dem ihr euch wegbewegt, oder wenn ihr wieder ankommt und es in ein Standbein umwandelt in den Standardtänzen, dass da dieses Lockere im Knie und damit wieder die Tuffühlung perfekt aufgebaut wird. Wenn ihr als Paare dann gut miteinander tanzt, dann rutscht ihr auch irgendwann so miteinander in eine gemeinsame Bewegung, dass ihr auch auf hohen Schritten wunderbar über das nach vorne drücken, ja, des Pos, der Hüfte zum Partner, auch bei einem gestreckten Bein, hier gut Tuffühlung halten könntet, weil ihr zum Partner jeweils steht, euch ausgerichtet habt, sodass ihr die Tuffühlung auch nicht verliert, wenn ihr auf einem gestreckten Bein oben auf dem Ballenbein steht und angekommen seid. Aber meistens schafft man ja diesen Level nicht gleich. Ne? Das ist ja schon, ne, ein ziemlich hohes Bewegungslevel, auf dem ihr euch da bewegen würdet. Und deswegen fängt man am Anfang an, locker und entspannt, ne, erstmal in der Standposition, locker im Knie zu stehen und auf Tuffühlung zu gehen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben.